Herzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Ich bin von mir Gameplays als Hobby und noch ein bisschen angeschlagen vom letzten Teil. Das war ja dann doch ein bisschen heftig alles. Da können wir noch nicht hoch. Und wir wollten hier irgendwo links hoch. Geht es hier hoch? Hier geht es zwar hoch, aber nicht weiter. Okay, ich wollte nämlich hier hin. Dann geht das Ganze wohl erst ab hier. Alles klar. Dann wieder hierher zurück, wo das eine Herausforderungsgrab vom letzten Teil war. Allerdings gehen wir nicht zum Herausforderungsgrab rein. Sondern es geht noch etwas weiter. Da wir ja so übertrieben gerne klettern. Klettern wir jetzt auf jeden Fall weiter. Hä? Oh. Ein Dokument. Eine Warnung. Bleibt in der Stadt. Wer sie verlässt, ist dazu verflucht, ewig durch den Dschungel zu wandern und niemals Frieden zu finden. Stimmt nicht ganz. Wir finden zwar schwer Frieden in der Hinsicht, aber ewig im Dschungel umherhirren tun wir jetzt auch wieder nicht. Okay, hoch geht's. Ich dachte, das geht jetzt irgendwie nach rechts runter oder so. Schwalmsprung brauchen wir nicht mehr, den Auftrag haben wir schon. Was ist das? Über Tote spricht man nicht. Die verborgene Stadt, 1 von 4 Geheimnisse enthüllt. Das sind diese ganzen Krypten, die man durchsuchen muss. Okay, ist auch eine Nebenaufgabe. Danke für das Licht, Lehrer. Wollte gerade sagen, ich sehe nichts. Bei mir kann man das Licht auch mal wieder ausschalten, aber das mache ich... Okay. Ich nehme jetzt erstmal weiter auf nach... Scheiße! Oh! Was ein Schock. Ich habe gerade gedacht, was ist denn jetzt auf? Nein! Ich hab darauf echt nicht geachtet. Oh! Immer diese Schocksequenzen hier. Ein zerbrochener Pfeil. Dieser Pfeil mit Obsidianspitze wurde zerbrochen. Er ähnelt den Pfeilen, die Urunatus Rebellen verwendeten. Wenn sie Trinity mit diesen primitiven Waffen bekämpft haben, hatten sie nie eine Chance. Nicht wirklich. Oh, was war das doch jetzt wieder für ein Schock für mich? Vielleicht hat man es nicht so gesehen. Ich weiß nicht, ich werde es bei der Aufnahme sehen, ob ich mich unten links erschrocken habe oder nicht. Oh Mann. Ich glaube, nach dem Spiel bin ich nervig am Ende. Interessant werden. Da haben wir noch was. Wieder aztekisch, eine kurze Notiz. Ich ging und kam wieder zurück, ohne von Dämonen heimgesucht zu werden. Hatte ich nur Glück oder hat uns der Kult belogen? Was haben sie davon, uns hier einzusperren? Die haben euch dann unter Kontrolle. Mit Angst kann man Menschen unter Kontrolle kriegen. So, wir haben hier hinten überhaupt... Och, wo sind wir denn jetzt? Ich hab Achso, ja. Hm. Ah, danke für das Licht, Lehrer. So, eine Krypta dürfte eigentlich niemals so gefährlich sein wie ein Herausforderungsgrab. So ein bisschen Rätsel auf jeden Fall, aber auf jeden Fall nicht so gefährlich. Sieht wie Gold aus. Yay. Schlaue Lehrer. Ein antiker Mülleimer. Und mehr gibt es hier hinten nicht.
Das ist sein Gefäß. Nur seins, er gibt es nicht ab. Das muss jetzt mal gesagt werden. Ich sehe nichts. Diese Lichtverhältnisse hier manchmal. Echt bösartig. Da ist was auf der anderen Seite. Ja, da haben wir unsere... nicht Truhe, unser Grab. Da unten haben wir Wasser. Ich muss jetzt selber erstmal überlegen. Hier habe ich bei meiner Freundin nicht so wirklich aufgepasst. Okay, einfach mal so runterhüpfen machen wir mal nicht. Wir gehen mal so runter. Okay, auf der Karte haben wir nichts angezeigt, aber die Dokumente, ich weiß gar nicht, hatten wir die auf der Karte? Wir schauen einfach nochmal sicherheitshalber ordentlich nach. Nee, es wird uns nämlich nicht angezeigt. Da fehlt uns anscheinend noch irgendwie eine Karte oder eine Forschertasche. Unfassbar. Schon wieder Aztekisch, 62%. Das ist eine Gedenkstätte. Möge Ollanta Erde und Metalle der jenseitigen Welt für ihre Kunst finden. Mhm. Also von daher, upgebast. Immer schön gucke, ob irgendwo etwas liegt, weil wir keine Karte oder Forschertasche für diesen Bereich hatten. Und dass wir ja nicht wieder hierher zurück müssen. Das Schlimme sind nur Überlebensverstecke. Manche sieht man erst, wenn man eine Forschertasche oder sowas gefunden hat. Das ist das Gemeine daran. Alles andere kann man auch so finden, aber Überlebensverstecke teils ja, teils nein. Erst wenn man die Karte gefunden hat oder so. Scheiße. Das wird nicht einfach. Irgendwas zum Schwingen? Nee, doch. Wow. Glück gehabt. Bisschen kreuz und quer laufen. Eben wegen Überlebensverstecke. Guck an, hier können wir hoch. Ich glaube, da müssen wir sogar hoch. Deswegen gehen wir erstmal hier hin. Eine Karte, wer sagt's denn? Okay, laut der Karte haben wir zumindest nur noch ein Dokument hier drin. Aber Karten decken leider auch kein Überlebensversteck auf. That's the problem. Okay, mehr gibt's hier nicht. Hier gab's jetzt nur die Karte und einmal ein bisschen Jade. Ich weiß nicht wieso, aber ich weiß, irgendwie habe ich Probleme mit dem Klettern. In diesem Teil liegt mir das Klettern irgendwie nicht so. Noch ein Sprung. Achso, wir sind schon da. Karte aktualisiert. Und wo ist unser Dokument? Hä? Direkt bei uns? Warum sehe ich das nicht? Hallo? Dafür habe ich nicht genug Platz. Hoffentlich lohnt sich die Mühe. Ich
Schwingen Sie zu Ihren gewaschten Händen Gesundheitsregeneration. Ah ja, okay. So, und wo ist jetzt... Okay, Geheimnis der Krypten 2 von 4, sehr schön. Ich suche noch das Dokument. Laut dem hier rechts von mir. Aber hier rechts von mir habe ich kein Dokument. Wenn ich jetzt hier stehe, ist immer noch rechts von mir. Habe ich das hier unten vergessen? Kann ich hier einfach so runterspringen? Hier auf den kleinen Dings da liegt's, habe ich gerade gesehen. Na komm schon. Geht doch. Okay, da haben wir's. Ein Bericht über eine Säuberung. Iskaya Wai beendete den Krieg, indem er beide Seiten einte. Doch ihr Blut war weiterhin in Wallung. Um die Kämpfer zu beschwichtigen, musste jemand bestraft werden. Yawai trieb die Kaufleute zusammen, die man für den Konflikt verantwortlich machte, und opferte sie. Ja, ja, Geld. Geld und Reichtum, Händler, wie auch immer. Das hat schon viele Konflikte auf der Welt verursacht. Reichtümer, wie auch immer, Neid. Hauptverursachung von Kriege. So, da sind wir wieder. Ab raus. Hier haben wir alles, ja. Wie kommen wir denn jetzt hier hin? Ach, guck an, wir... Ah, nee, das ist vom... Hä? Wie kommen wir hier oben drauf? Komische Sache. Ich würde das Überlebensversteck haben. Das zählt ja immerhin... zum Dings, zur Statistik, um die 100% zu kriegen. Wollte gerade sagen, ist Rückweg zu. Ah, muss wieder laden. Knips. Okay, von hier aus komme ich wohl nicht auf die andere Seite. Hm. Was ist mit dort? Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich da hin? Ich meine, ich gehe jetzt sicherheitshalber nochmal hier zum Lager und speichere einfach mal. Sicher, sicher. Nicht, dass ich bei der Suche jetzt wieder sterbe, dann darf ich da die Krypta nochmal machen. Das hatte mir schon beim Dings gereicht. Beim Herausforderungsgrab. Wie kommen wir da auf die andere Seite? Hier wohl nicht.
Da geht es auf jeden Fall nicht hoch. Hier kann ich zwar hin, aber weiter höher, also noch höher geht es leider irgendwie nicht. Wie komme ich da oben hin? Guck mal, hier ist noch so eine riesige Fläche. Da muss man doch irgendwie hinkommen. Es geht wahrscheinlich nur durch diesen Zugang hier. Es tut mir echt leid, da muss ich nochmal hin. Müssen wir noch ein bisschen klettern. Irgendwie müssen wir da ja hochkommen können. Das Blöde ist, dass ich so nicht wirklich gucken kann, wo man klettern kann. Da ist alles zugewuchert, da kann man bestimmt nicht hochklettern. Irgendwie müssen wir da hinkommen. Vielleicht muss ich von dem Ast hier rüber hüpfen. Wir probieren das jetzt mal. Wir haben ja gespeichert. Das heißt, wenn wir sterben, verlieren wir nichts. Aber irgendwie muss man da wohl hinkommen. Ich meine, das ist auf der Karte angezeigt. Plus ein Überlebensversteck, wie gesagt. Das heißt, da muss man da... Da muss man da irgendwie hinkommen. Warum auch immer ich da jetzt nicht auf die andere Seite kam. Jawoll! Oh. Wo sind wir hier? Warum kommt man hier so schwierig hin? Achso, nee, da hilft mir bloß nicht runter. Ich bin schon dran vorbei. Sieht aber seltsam aus hier. Da unten liegt ein Kadaver. Hier muss irgendwo das Überlebensversteck sein. Müsste, aber hier ist keins. Warum? Warum ist hier kein Überlebensversteck? Was soll der Mist? Ist ja doch tatsächlich mehr Herausforderungsgrab oder was? Boah, das darf doch wohl nicht wahr sein. Also ich kann hier gerade die ganze Zeit E drücken, aber hier passiert nichts. Was ist das für Mist? Ich meine, jetzt gucke ich mich hier oben erstmal mal zu Ende um, aber... Das nervt mich ja jetzt schon wieder.
Eine Höhle? Okay, vielleicht führt uns die Höhle ja dahin. Okay, ich habe nur meinen Bogen. Hier liegt auch ein Bogen. Den können wir aber nicht aufsammeln. Was ist das hier? Okay, da können wir nicht weiter. Na toll. Das war jetzt meine Hoffnung, dass man vielleicht durch eine Höhle irgendwie dahin kommen. Das ist nur... Ja. Nur für ein Überlebensversteck ist die Höhle. Komische Sachen. Hier sind Pflanzen zum Verstecken. Aber verstecken wovor? Sind tatsächlich so versteckt Dinger. Dafür habe ich nicht genug Platz. Hä? Irgendwie verstehe ich das hier überhaupt nicht. Okay, wir sind hier bei 23 Minuten. Es tut mir leid, dass wir das jetzt mit Suchen irgendwie hier oben... Ja, keine Ahnung, verschwendet haben die Zeit. Anscheinend muss ich dann nochmal ins Herausforderungskap das mache ich dann aber ohne aufnehmen. Und erst wenn ich es gefunden habe, nehme ich auf. Das heißt, wir werden einen kleinen Sprung sehen, je nachdem, wo ich dann bin. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich möchte euch, wie gesagt, auch nicht zu sehr mit dem ganzen Gesuch auf die Nerven gehen. Deswegen werde ich ab hier jetzt Stopp machen. Wir sind sowieso bei 23 Minuten. Und werde die Aufnahme erst wieder beginnen, wenn ich das Überlebensversteck gefunden habe. Und dann sehen wir uns dort wieder. Das war Shadow of the Tomb Raider auf Twitch Obsession mit einer Krypta und mir von Nöher Gameplays als Hobby. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es auch nur zur Unterhaltung war oder so. Oder falls ihr das Spiel selber spielt und wollt 100% haben. Und schaut ihr damit zu. Noch habe ich hier keine 100% stehen im Titel, aber wenn ich dann alles habe, dann werde ich zumindest die Playlist umbenennen in Shadow of the Tomb Raider 100% oder sowas. Tödliche Obsession, wie auch immer. Egal. Also, ihr dürft mir gerne einen Daumen oben da lassen, ein Abo, falls ihr neu bei mir seid. Falls ihr neu seid, herzlich willkommen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder oder bei anderen Let's Plays von mir. Auf jeden Fall viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Bis dann. Tschüss.